Alles grau in grau und viel Dunkelheit. Das ist der Herbst und der zeigt sich im Moment von seiner schlechtesten Seite. Jeder Dritte fällt zu dieser dunklen Jahreszeit in ein Stimmungstief. Wenn die Tage kürzer werden, produziert der Körper Melatonin, ein Schlafhormon. Auch Daniela fehlt der innere Antrieb. Müdigkeit ist ihr ständiger Begleiter. Sie hat zu nichts Lust. Nicht so schön. Es ist alles grau draußen. Man mag nicht wirklich rausgehen. Lieber drinnen bleiben, Fernsehen gucken, in eine Wolldecke einkuscheln. Ist schöner als draußen das ganze Nasse. Die psychologische Beraterin Sigrid Prüsse weiß 5 Wege aus dem vorübergehenden Blues. Mein Tipp 1 wäre: Kleiden Sie sich mit schönen Farben, mit warmen Farben, die Ihnen gefallen. Eine bunte Hose, ein buntes Kleid, ein schöner Mantel, ein schöner Schal, so dass Sie sich da wohlfühlen, sich bewegen können da drinne, nicht zu eng, nicht zu weit, so für Sie angemessen. Mein zweiter Tipp wäre Musik, so in der Richtung Cha-Cha-Cha oder auch Tango, Ausdruck, ja, und dass es ein schöner Rhythmus ist, wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie belebende Körperbewegungen machen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern gucken Sie nach, so ein richtig schönes Mittelmaß. Mein dritter Tipp, achten Sie auf Ihre Ernährung. Nicht zu fett, schön Obst, schön Gemüse essen. Und gerne dürfen Sie auch mal, wenn Sie denn Lust haben, mal ein Stück Kuchen oder ein Stück Schokolade essen. Zum Wohlfühlen oder als Belohnung. Schokolade kurbelt die Ausschüttung vom Glückshormon Serotonin an. Das Koffein hat zudem einen stimulierenden Effekt auf das Gehirn. Aber aufgepasst, zu viel Schoki setzt an und macht dann noch unglücklicher. Mein Tipp 4 wäre Raumdüfte. Für diese Jahreszeit belebendere, etwas nicht zu schwere, sondern etwas belebendere, wie zum Beispiel Bergamotte, Orange, vielleicht sogar ein Bratapfel zum Wohlfühlen. Mein Tipp 5, treffen sich mit Freunden. Das hilft Ihnen darüber hinweg. Sie gehen nach draußen, Sie gehen in ein Restaurant, Sie gehen in ein Café. Genießen Sie die Zeit mit Freunden, mit den schönen Gesprächen, vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tasse Tee. Mein Tipp 6, unbedingt spazieren gehen. Also mindestens eine halbe Stunde. Das tut, egal was für Wetter ist. Je länger Sie drinnen bleiben, desto müder werden Sie. Gehen Sie nach draußen, tranken Sie frische Luft. Es wird Ihnen hinterher besser gehen. Besonders wichtig, spazieren gehen. Ohne Licht produziert der Körper weniger Endorphine. Täglich eine Viertelstunde an der frischen Luft reicht. Und das sogar bei schlechtem Wetter. Tipps, die es in sich haben. Die Veränderung spürt auch Daniela. Also die Düfte waren sehr schön, die haben richtig belebt und die Musik auch. Das hat richtig fröhlich gemacht, rausgehen, frische Luft, alles schön, alles super. Fühl mich klasse, richtig frisch wieder und fit. Das Stimmungstief ist anscheinend überwunden. Trübsalblasen ade. Zeit, die Sonne reinzulassen. Jetzt kann auch der Winter kommen.